Und zu ihr kam mit ihren Problemen, hat sie immer gesagt, hey, was mit euch los? Ja, werdet ein bisschen stärker. Also sie hat das so kaum verstanden. فلما صار عمري 23 سنة وهيك وأنا يعني عم بقطع بهاي المرحلة كنت مرة بقلب العاصمة بقلب ستوكهولم. Okay, als ich durch diese Depression ging, war ich in Stockholm. وفي كنيسة هونيك هيك دايما كنت شوفها من بعيد ولا مرة كنت فايت عليها بس هيدا المرة فتت. Okay, und da war eine Kirche, die habe ich von Weitem oft gesehen, aber kein einziges Mal bin ich da reingegangen, aber diesmal ging ich rein. كنت هيك لأول مرة عبالي إنه فوت واتخانق معه للرب. مش Das war أحكي اتخانق معه. okay, das war das erste Mal, dass ich mir vorgenommen habe, ich gehe jetzt in diese Kirche rein und werde mich aber mit Gott streiten. Also ich werde nicht mit Gott reden, sondern ich werde mich jetzt mit Gott streiten. Das hat sie sich vorgenommen. لأنه أنا كنت مفكرة إنه كتير حياتي إنه فيها مشاكل وصعبة ومش حلوة وليش أنا بصير فيي هيك؟ Okay, und weil ich hatte so viele Probleme in meinem Leben und ich hatte mir gedacht, warum passiert mir das? ففتت كانت فاضية كلها الكنيسة فتت قعدت على بانك هيك قدام طلعت لفوق وقلت شغلتين بس Obwohl ich eigentlich vorhatte, mich mit Gott zu streiten, bin ich in die Kirche reingegangen, habe nach oben geguckt, habe mich hingesetzt und habe nur zwei Dinge gesagt. على أساس فايتة بدي أتخانق معه قلت له يسوع أنت مين؟ أنا ليه ما بعرفك؟ Okay, dann habe ich gesagt, Jesus, wer bist du? Warum kenne ich dich nicht? وسكتت وما عدت قلت شي وضليتني قاعدة ساعتين بالكنيسة هيك ساكتة كل الوقت ومسطلة Dann bin ich ruhig geworden. Ich habe kein Wort mehr gesagt. Über 2 Stunden saß ich in diese Kirche. Ich habe nur nach vorne geguckt und kein Wort gesagt. وما بعرف ليش قلت هيك وكيف حتى يعني انه قلت هيك شيء ليش هيك شيء طلع مني بس ارتحت لما قلت هيك Okay, also ich wusste nicht, warum ich sowas sage, aber ich hatte, als ich das gesagt habe, plötzlich Frieden in mir. بس طلعت من الكنيسه وما تغير شيء بحياتي ما صار شيء ضلت الديبريشن وكمان زادت أكتر ضليتني السنة من بعدها من أسوأ لأسوأ Dann bin ich aus der Kirche raus, aber es hat sich nichts verändert. Meine Depression wurde schlimmer und mir ging es immer weiter schlimmer als schlimm. So, noch schlimmer als schlimm. بس بعدين فهمت إنه هيدا كان مفتاح أنا قلت له للرب إنه بدي أتعرف عليك. Heute weiß ich, dass es ein Schlüssel war, weil ich Gott gesagt habe, dass ich dich kennenlernen möchte, also ihn. فلما صارت عم بتزيد الديبريشن صرت عم شوف أسود كل يوم أكتر من يوم. Okay. كنت عم بحس حالي عم بختنق ولازم لاقي حل. Okay, und ja, die Depression wurde ja schlimmer. Okay, und sie hatte immer das Gefühl, dass sie wirklich jemanden erwürgt, ja. Und sie hat sich vorgenommen, ich muss jetzt aber eine Lösung für finden. حتى رفقاتي حسوا علي في رفيقتي اجت قالت لي لوتشانا روحي عند بسيكولوج بركي انه احكي معه وهيك رحت مرتين ما قدرت احكي انا حدا ما بيعرف يعبر ما بيعرف يحكي وهي ما قدرت تطلع شيء مني ف ما رحت رجعت Okay, also ihre Freundin hatte ihr dazu geraten, zu einem Psychologen zu gehen. Ist die auch gegangen, 2 Mal. Aber sie ist eigentlich kein Typ dafür, die jedes Mal sich irgendwie öffnen kann. Und deswegen war das schon ein Problem. Sie ist 2 Mal hingegangen, hat natürlich nichts gebracht, weil sie nicht geredet hat. Und dann ist sie danach nicht mehr hingegangen. فأجتني فكرة إنه Dann kam mir eine Idee, ja. أنا بدي أفتش على الحقيقة وين ما كانت هيدا الحقيقة
اوكي لأنه إذا في حقيقة بهذا الكون أنا بدي انشفى من اللي أنا فيه. اوكي Dann hat sie sich vorgenommen, ich werde jetzt nach der Wahrheit suchen. Und es ist mir egal, wo die Wahrheit ist, denn die Wahrheit wird mich definitiv heilen und ich werde jetzt die Wahrheit suchen. لأنه ما اقتنعت إنه إذا في قوة بهيدا الكون أو في إله لهيدا الكون أنا مفروض يكون عندي أمل وإنشفى من هيدا الشيء السواد يلي أنا فيه. Also sie hatte eine Hoffnung, wenn es wirklich jemanden gibt, ja, ein Schöpfer, dann muss die eigentlich heil werden wieder von ihrer Depression. وقررت إنه أنا ما بدي أكون مسيحية لأنه أنا خلقت مسيحية. Okay, إذا بدي أكون مسيحية بدي أكون عن قناعة. Okay, also ich habe mir vorgenommen, dass ich auch keine Christin sein wollte. Weil ich nur als Christin geboren bin, sondern ich wollte Christin sein, aus dem Grund, dass ich davon überzeugt bin. وحتى في شغلة أنا كان رفقاتي ومجتمعي وكلهم ملحدين لما كنوا يسألوني إنه أنت شو بتآمني قلن ما كنت أعرف أفسر لهم إيماني وأنا شو بآمن إنه طلعت ما بفهم شيء من شيء بالمسيحية. Okay, also ihr müsst euch auch so denken, meine ganzen Freunde, die waren Atheisten und keine Gläubigen. Selbst wenn die mich jetzt irgendwie was über meine Religion gefragt hätten, ich hätte nicht antworten können. طلعت مثل كأنه حافظة سلوغان، حافظة شعارات هيك بقولن وأنا الرب ما بعرفه، ما خصنا بشي. Also ich kannte Gott wirklich nicht, also ich hatte mit ihm gar nichts zu tun. فقررت بدي فتش على الحقيقة. إذا لقيتها عند الإسلام رح صير مسلمة، إذا لقيتها عند الملحدين رح صير ملحدة، إذا لقيتها عند الهندوس بدي صير هندوس، عند البوذية بدي صير بوذست، يعني شو ما تكون أنا بدي أعمل. Okay, also ich habe mir vorgenommen, egal wo die Wahrheit ist, wenn die bei den Muslimen ist, dann werde ich Muslim. Wenn das bei den Christen ist, dann werde ich Christ. Wenn das bei den Buddhisten, Hinduisten, dann werde ich denen folgen. وبلشت أقرأ. Und dann fing ich an zu lesen. أول شيء أخذت الإنجيل العهد الجديد New Testament بس قلت أنا خليني أبلش بأساس إنه أنا بفهم بالمسيحية قلت أنا خليني أبلش باللي بعرفه قريت الإنجيل أول مرة. Dann fing ich an das Neue Testament zu lesen zum ersten Mal. تتعرف على يسوع بلشت حبيت حبيت قصة يسوع بالأول بعدين بلشنا بالرسائل الكلام قاسي كتير Okay, dann fing ich an die Evangelien zu lesen. Das war sehr schön. Und dann fing ich an die Briefe zu lesen. Und dann war das nicht sehr schön. بالرسائل يعني إنه لا زنات ولا عبادة أوثان ولا ظالمون ولا هيدا يعني لستة كتير كبيرة والكلام قاسي قلت أنا بطلع اللي حوالي كلنا على جهنم ما حدا زامت Okay, als ich dann anfing, die Briefe zu lesen, ja, kein Götzendiener, kein Lügner, kein sowieso wird den Himmelreich erben, voll die krassen Worte, habe ich mir gedacht, wir werden alle in die Hölle kommen. Ja, wer kann denn noch bestehen? قلت أنا افشو هيدا بعدين وصلنا على سفر الرؤيا رؤيا يوحنا وحش ورموز وهيك اشياء يعني أنا قلت شو هيدا فيلم ولا شو هيدا فرفضت هيدا الشيء Okay, und dann bin ich in der Offenbarung angekommen und dann habe ich mir gedacht, wenn ich da reingrätschen darf, hat sie auch das Alte Testament gelesen, um den alten Bund auch zu kennen? Al-Kintikament Arab al-Ahd al-Adim لا العهد القديم ما كان عندي No, die hatte das Alte Testament nicht, die hatte ja mit dem Neuen angefangen und dann kam sie irgendwann mal zur Offenbarung und hat gedacht, okay, das ist mir zu viel, hier Monster und alles nein, ne? Hat sie dann in die Ecke getan. Sie muss auf jeden Fall auch das Alte Testament lesen, um auch zu verstehen, weil falls sie damit konfrontiert wird, ja, muss sie das Alte Testament kennen, zwecks alten Bund, mosaische Gesetz, warum, weshalb und wieso. Das muss sie auf jeden Fall lesen. Wir kommen jetzt bestimmt noch da drauf. Ja. Kaffee. Fa.
فوحش وهيدا الشيء عنده ست جوانح وبعرف شو. انا قلت شو هيدا الكلام، انا عم بقرا هيدا كتاب للرب ولا كتاب شو؟ فسكرته كبيته على جنب وقلت مش معقول يكون الله هون. Okay, als ich dann die Bibel beendet habe, beziehungsweise das bis zur Offenbarung gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, hier kann ich jetzt Gott nicht finden. Habe ich zugemacht und in eine Ecke gelegt. Wartet ab, das wird nur gut. Ja. وبلش يطلع مني كلام، صرت سب وصرت جدف وصرت احكي كلام مش منيح تجاه الرب. Okay, und plötzlich, ohne es zu wollen, fing ich an, Gott zu lästern. ورفضت هيدا الشيء وبلشت اقرا بمطارح تانية. Okay, und dann habe ich es komplett abgelehnt und fing dann an, woanders zu lesen. قريت عند الهندوس. Hinduismus. بيقروا بيعبدوا 10,000 إله. بدك ضلك كل عمرك تحفظي فيهم ما بتلحقي. Sie sagt, ich habe gelesen, die haben 10.000 Götter. Also ah, ich, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dann hat die sich gedacht, okay, die haben 10.000 Götter, bis ich sterbe, muss ich erstmal alle Götter auswendig lernen. Also nein, oh hat Gott. Sie in eine Ecke geschmissen. Ja. Rita Andel Budie, عندهم اشياء حلوة بس انه انت الله الشجرة الله الارض الله كل العالم انا شو هيدا شو هيدا يعني انا طب اذا انا الله كيف بدي اطلع حالي من اللي انا فيه. Dann hat sie bei den Buddhisten gelesen, der Baum ist Gott, der Boden ist Gott, du bist selber Gott, sagt sie, ja, wenn ich selber Gott bin, dann muss ich mich doch irgendwie selber irgendwie rausholen aus dieser Situation, ich brauche doch Hilfe. Ja. Yeah. والأكثر من هيك إنه بيأمنوا بالreincarnation أو بيأمنوا بالتقمص إنه الإنسان بيرجع بعيش إنه فيك ترجع أنت فراشة فيك ترجع حيوان فيك ترجع برغشة مثلا. Ich wette mit dir gesagt jetzt. أنت أول يوم أز برغشة عرفت توعي على الحياة إذا حدا بتموت دغري. Ich wette mit dir, sie will jetzt sagen, im Buddhismus, wenn wir wieder sterben, kommen wir vielleicht als Affen, als Ameise, habe ich recht? Genau, hat sie gesagt, so, ne? Ich wusste es einfach. So, und dann hat sie gesagt, ja, stell mal vor, dann werde ich wie irgendwie als Mücke wieder geboren, dann klatscht man mich direkt tot, was ist das bitte, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Einfach krank. Ja. Sagt sie, was ist das für eine Hoffnung, die man hat? Du wirst wiedergeboren, ja, als eine Mücke und das, der erste Tag, sofort stirbst du. قريت عند الإسلام صراحة لما فتحت بلشت أقرأ بالقرآن ما قدرت أتحمله يعني قريت بالأول حسيت مثل شيء خنقني صراحة وكبيته Okay, also ich habe dann angefangen, den Koran zu lesen. Als ich dann anfing, den Koran zu lesen, hatte ich das Gefühl, dass irgendjemand mich erwürgt. Ich konnte es einfach nicht mehr weiterlesen und habe es dann direkt weggeschmissen. Ich kann dir auch gleich sagen, wer da würgen tut. Und zwar, das ist so ein Serienbürger, das kannst du ihr sagen, der nennt sich Jibril. Das ist so einer, der, man nennt ihn den Serienbürger, ne? Und das ist Jibril. Ja, alaytu salam, Jibril, sag es hier mal. Hallo, al-ba'rif mi, ليش كان عندك احساس انه عم تختنق؟ لانه هو في واحد اسمه جبريل بيقعد بيخنق العالم. حتى اسمه غلط يا عمي عندهم كمان يعني اسمه جبرائيل. Der Name ist falsch bei denen. فمشي يعني bevor wir weiterreden. Also hat sie tatsächlich gesagt, als sie den Koran gelesen hat, hat sich das angefühlt, als würde da irgendwas sie würgen, richtig? Ja, wirklich. Ja, das ist wie bei Mohammed, das kannst du ihr sagen, das ist wie in der Höhle gewesen bei Mohammed. Als der Jibril erschienen ist, hat er gesagt, Ikra, 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 dreimal Ikra und hat ihn bis zur Erschöpfung gewürgt und dann ist er rausgerannt. Ikra, Ikra, Ikra. Ja. Ich glaube, ich bin nicht mit Islam. Also du siehst danach aus, ob du Islamwissen hast, sagt sie auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall, weil ich war selber in der Position, deswegen. Warst du ein Muslim?
اوكي ايه كفي. ايه فبالاخر انه ما لقيت امل بولا مطرح حتى عند الملحدين، يعني انه لما بلشت اقرا انه شو بيامنوا وكيف الثيريز تبعولهم وهيك، انه شفت يعني جيت من اسود رايحه على اسود، انت حياه هيدا مسرحيه عايشتيها، يعني انه ما في شيء امل بالحياه، يعني خلص كل الحياه هيدا هون على الارض. اوكي فما كنت عم بقدر استوعب انه كل حياتنا بس هي. Okay, also die hat auf keinen Fall hat sie irgendwas davon angenommen. Auch Atheistin konnte sie nicht sein, weil das konnte nicht sein, dass da gar nichts ist. Also das wollte sie auch nicht annehmen. لأنه الكتاب المقدس بيقول أنه الرب حاطط الأبدية بقلوبنا. Weil es steht nämlich geschrieben, dass der Herr die Ewigkeit in unserem Herzen gelegt hat. So ولا إنسان بده عن جد يموت، بدنا أنه دايما نعيش نحن. حتى Ja. الملحدين يلي هن بيأمنوا أنه خلص كل شيء بهيدا الحياة، دايما بيطلعوا لأمل أكبر من هيدا الحياة بس ما بيلاقوه. Genau, weil es gibt niemand, der keine Angst vorm Tod hat. Deswegen ist auch dieser Vers so wichtig, dass der Herr die Ewigkeit in unserem Herzen gelegt hat. Ja, dass wir Hoffnung haben, dass wir Wissen haben, dass da uns auch hindurchtragen wird. فيلي صار بالاخر قد ما عن جد ما لقيت امل بمطرح بتذكر رجعت من شغله فتت على اوضتي سكرت الباب وراي. Okay, also als ich wirklich definitiv gesagt habe, es gibt nichts, was mich so überzeugt hat, dann war ich arbeiten, ich bin dann nach Arbeit nach Hause, ich bin reingegangen in mein Zimmer und habe die Tür zugemacht. Was ich hinzufügen möchte noch, bevor sie weiter redet, du kannst sie auch von meiner Sicht auch, auch erzählen. Ich war mit einem Fuß sozusagen auch so gut wie in dieser Sekte drinne. Und tatsächlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe einfach gespürt, okay, hey, scheiße, mein Fußbrett, der rechte Bein, oh mein Gott, schnell raus hier raus. Also ich muss eine Sache sagen, alleine an die Prophezeiungen, das kannst du ihr sagen, alleine an die Prophezeiungen habe ich erkannt, dass Jesus Christus wahrhaftig der wahrhaftige, lebendige Gott ist. Anhand der Prophezeiungen, anhand der Schrift, ja, wenn du bei denen in den Schriften reinschaust und noch die Tafsire, die Erklärungen dir noch dabei anschaust, schrecklich, einfach schrecklich. Da merkst du, das hat nichts mit Gott zu tun, ja. Und als ich diese Dinge auch erkannt habe, ja, habe ich sofort gesagt, okay, gut, Finger weg von dieser Religion. Es ist einfach so. Man muss sich nur damit beschäftigen, man muss nur wirklich reinschauen in die Materie und dann erkennst du auch, dass das mit Gott keine Gemeinsamkeit hat. Das kannst du ihr sagen. Weil ich war so gut wie schon drin. Ich habe auch schon angefangen, so zu reden wie die, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich bin so Gott froh. Du kannst dir auch erzählen, als das auch passiert ist, ja, tatsächlich, als man mir gesagt hat, hey, Flex, sag mal die Shahada. Das war wie eine Blockade bei mir. Normalerweise bin ich ein Mensch, wenn ich von etwas überzeugt bin, mache ich es einfach. Aber ich hatte eine Blockade gehabt. Ja, das heißt also, er hat zu mir gesagt, hey, sag die Shahada. Und dann hat er gesagt, sag mal, einfach die Shahada. Ich konnte es nicht. Etwas in mir hat gesagt, sag es nicht. Okay. Also es war eine richtige Blockade. Ich konnte es gar nicht sagen. Ja, also das kannst du ihr noch mal erzählen. Also ich hatte dieses Erlebnis tatsächlich. Okay. قال إنه أنت معك حق بشغلة إنه بالنسبة لقصة الإسلام، قال إنه هو كمان كان رايح على الإسلام وصار يحكي مثلهم وتعلم منهم وما بعرف شو، وآخر شيء إجا بده يقول الشهادة ما كانت تطلع منه، كأنه صار معه بلوك، يعني الرب ما سمح بإنه ينطق بالشهادة هاي، وهو إنه واثق إنه هو الكتاب المقدس هو الصحيح، لأنه قد ما صاير أشياء كمان إنه هي مكتوبة بالكتاب المقدس. أمين أمين. فاللي صار إنه ركعت. Also sie ging in ihr Zimmer rein, hat sich hingekniet. ركعت وأنا هون كنت بفترة إنه خلص أنا ما في الله.
وعم سب له كنت وما بدي اياه وعم فتش وكل مرة عم بيصير الديبريشن كبيرة عندي وعم بطلع بنص النهار طالعة الشمس بس شايف الدنيا السوداء اسود هيك مثل هيدا اللي لابسته هالقد اسود. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe zwar nicht geglaubt, dass es ihm geht, aber gleichzeitig habe ich ihn beschimpft. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ich, wenn als ich rausgegangen bin und nach draußen geschaut habe, auch wenn es hell war und die Sonne schien, habe ich alles dunkel gesehen vor mir. Und لما ركعت صرخت من قلبي هيك لأول مرة قلت له ما بعرف ليه صرخت له بس قلت له يسوع. اوكي. انت شايف انا ما بعرف اذا انت موجود بس اذا موجود عم تسمعني. Also das war das erste Mal, dass ich mich hinknie und vom ganzem Herzen schreie. Jesus, ich weiß es nicht, ob es dich wirklich gibt, aber wenn es dich gibt, dann wirst du mich wohl jetzt hören. انت قلت لا قلت له انت شايف انا قديش تعبت انا وعم فتش وما عم لاقي الجواب ما عم لاقي امل بولا مطرح. Und du hast gesehen, dass ich überall gesucht habe und dass ich so kaputt bin vom Suchen und dass ich meine Antworten bis jetzt nicht bekommen habe. انت قلت انا الطريق والحق والحياة. إذا أنت الحقيقة فرجيني. Und du hast doch gesagt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und wenn du wirklich die Wahrheit bist, dann zeig mir das doch. أنت الوحيد يلي أعطيت الأمل لأن ما لقيت أمل بولا مطرح تاني. فإذا أنت الحقيقة فرجيني. Ich habe nirgendwo Hoffnung gesehen oder gefunden. Aber du hast doch eigentlich Hoffnung versprochen. Und wenn du wirklich der bist, dann bitte zeig's mir. وقلت له بس انا ما بدي ما يكون في اله لهيدا الكون انا بدي انه انت تكون موجود. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich möchte es nicht, dass es keinen Gott gibt für diese Welt. Und wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich, dass du dieser Gott bist. وهون لما قلت هيك لاول مره بعد 7 سنين بلش ابكي. Und als ich das ausgesprochen habe, fing ich an, tatsächlich nach 7 Jahren wieder zu weinen. Da kamen die ersten Tränen wieder nach 7 Jahren. بلشت ابكي 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 وما عم بهدي حالي. فانا وعم ببكي في شي صوت جواتي بيقول لي ارجعي افتحي الانجيل الحقيقه هناك. Und als ich dann anfing zu weinen, boah, ich weine auch gleich, habe ich eine innere Stimme gehört, die zu mir gesagt hat, öffne die Bibel, denn dort wirst du die Wahrheit finden. Ich habe die Tränen und ich habe sie als Zeichen genommen und ich habe auf den Evangel gelegt, ich habe ihn auf den Schrank gelegt und ich habe begonnen zu lesen. Okay, und das habe ich als ein Zeichen eigentlich genommen und ich bin dann gerannt zur Bibel, was ich auf dem Fensterbank hatte, hab's genommen und fing dann an zu lesen. بس هالمرة لما فتحته أنا عم بقرأ كل آية عم بقطع عليها عم تحكيني عم تخرق جواتي وعم بفهمها. Aber diesmal war die Bibel, das Lesen der Bibel ganz anders. Jedes Wort, was ich gelesen habe, ist so in mir hineingedrungen und ich konnte sie verstehen. مش مثل أول مرة قريت. Nicht wie das erste Mal, als ich gelesen habe. Einfach, ganz einfach, weil ihr Herz ja in dem Moment ja noch verschlossen war sozusagen. Das kannst du ihr sagen, das ist normal. Wenn du das mit vollem Herzen, oder egal, ich lasse sie mal weiterreden. Sorry, wenn ich jetzt da unterbreche. Alles gut. وصرت عم كفي قراية وبلش السلام يفوت على قلبي. صرت كل يوم عم بقرا يعني لما انا ورايحة على الشغل اسمعه بدينية وانا وبالشغل كمان وانا وراجع على البيت ولما اكون بالبيت اقرا كل يوم كل يوم كل يوم وبلش السلام يفوت على قلبي.
Okay, als ich dann anfing, die Bibel zu lesen, ging der Frieden immer weiter in meinem Herzen rein. Ich fing dann an, die Bibel morgens zu lesen, auf dem Weg zur Arbeit eine Hörbibel, als ich nach Hause gekommen bin, die Bibel gelesen. Oh. Und was ich noch kurz sagen möchte, die Leute fragen gerade, hat sie den Koran gelesen? Ja, Leute, sie hat tatsächlich den Koran gelesen. Das hat sie vor ungefähr 15, 20 Minuten erwähnt gehabt. Und sie hat gesagt, das hat sich gefühlt wie, als würde etwas sie erwürgen. Und wir wissen ja in der Geschichte, dass es einen Serienwürger gibt, ja, und der nennt sich Djibril, ja. Ja, und das passt eigentlich genau perfekt. Luciana, go on. Thank you. I understood Jibril Jibril is a choker. He chokes all the only. time. He's a choker, jokes, people. Okay. Okay. Das Continue. فهون يعني أنا بلشت انشفى من هيدا الدبريشن يلي عندي إياها، والرب كان عم بيشتغل جواتي بطريقة أنا عم بتفاجأ إنه كيف هيدا السلام عم بفوت جواتي عم بتغير. Okay, also der Frieden wohnte wirklich in mir und ich hatte Frieden und Gott fing dann an meinem Herzen zu arbeiten und die Depression verschwand immer mehr und mehr. آمين. وقبل ما خلص الإنجيل، قبل ما صير على الآخر، بيجيني على تليفوني صلاة. ما بعرف مين بعتها، ما بعرف كيف إجت، ما بعرف. بعدنا لليوم تفاجأت إنه متفاجأة مين بعتها هيدا الرب. اسمها صلاة الخلاص والامتلاء بالروح القدس. Krass. Sie sagt, als ich dann die Bibel komplett gelesen habe, kriege ich eine Nachricht auf mein Handy. Ich wusste Oh. nicht, bis heute nicht, woher diese Nachricht kam und von wem die Wow. kam. Aber die Nachricht war ein Gebet und da stand Gebet der, also Bekehrung und Erlösung. Yeshua al-Messi. Yeshua al-Messi. Ich sag doch, wir haben einen wahrhaftigen, lebendigen Gott und der antwortet uns. Amen, Leute. Ein Herzchen für Jesus Christus. Yeshua al-Messi. Yeshua al-Messi. Wirklich, das ist die Antwort und das ist die Liebe. Yeshua al-Messi. Amen. فيلي صار اجت هيدا الصلاة وطلعت فتحتها انا هيك عم بقرا كتير حلوة انه اول شي بتشرح شو هي الخطية، ليش كلنا خاطيين، ليش يسوع اجا، ليه هو الوحيد يلي بيخلصنا من الخطايا، كيف نسلم حياتنا بتقودنا للتوبة ومنطلب الروح القدس على حياتنا. Was? Also das war so, die Nachricht bestand aus, wer sind wir? Wir sind Sünder. Warum sind wir Sünder? Wie wir erlöst werden, wer uns erlösen kann und letztendlich, wenn du dich bekehren möchtest, dann bete dieses Gebet. Richtig krass. Okay. فأنا لما قريتها هيك بالأول قلت أنا أف شو هيدا، هيدا كتير قوية، هيدا الصلاة بدي أعملها، بدي أصليها لما أخلص الإنجيل. Okay, dann hat sie gesagt, dieses Gebet ist ja richtig krass. Das ist bestimmt ein starkes Gebet. Und sobald ich wirklich fertig bin mit der Bibel, werde ich dieses Gebet beten. وفعلا هيدا اللي صار، كنت خلصت لما خلصت بليلة، كنت نايمة بأوضتي، نايمة بالتخت يعني نايمة على ظهري. Okay, als ich dann wirklich die Bibel dann beendet habe, war ich in mein Zimmer. Ich lag wirklich auf meinem Rücken in mein Bett. وصليت يعني رضا هيدا الصلاة قدمت توبة حقيقية من قلبي كله. Okay, dann habe ich diese Nachricht bzw. dieses Gebet gebetet. Von ganzem Herzen habe ich den Herrn um Vergebung gebeten. قلت له يا رب بديك تسامحني على كل شي عملته لهاللحظة، على اللي بعرفه وعلى اللي ما بعرفه. Ich habe den Herrn gesagt, Herr, vergebe mir all meine Sünden, die ich jetzt noch weiß und die ich nicht weiß und all die, die ich in meinem Leben getan habe. وأنا بديك وبدي ملكوتك وبديك أنت تكون الإله لحياتي.
Und ich möchte dich und ich möchte den Himmelreich und ich möchte, dass du Gott über mein Leben wirst. ما بيهمني كون بأول الصف أو بنص الصف أو أي مرتبة بدك تعطيني خليني أكون أنا آخر وحدة وسكر الباب وراي بس اللي بعرفه أنا بدي أكون معك تقبلني تقبل حدا مثلي Ja, also dann hat sie gesagt, Herr, mir ist das nicht wichtig, dass ich Erste bin, Zweite oder Mittlere oder Letzte. Lass mich auch Letzte sein und die Tür hinter mir schließen. Aber ich weiß, dass ich mit dir sein möchte, egal welchen Platz ich habe. Nimmst du so eine wie mich an, Herr? لما خلصت هيدا الكلمة النار فاتت في من راسي لأجري وهوا وبلشت أرجف. Als ich das Gebet beendet habe, war wirklich so, ob der Heilige Geist über mich gekommen ist. Ich fing dann wirklich an zu zittern. واحد واقف تحت الدوش وفتحت المي هيك وكله بلشت أرجف يعني بطل عندي كنترول على جسمي. Also das war so, kannst du vor, sagt sie, so müsst ihr euch vorstellen, das war wie wenn du unter der Dusche stehst, ja, jemand macht das Wasser an und du stehst einfach, du hast einfach keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Da wirkt der Heilige Geist. Da wirkt genau. Der Heilige Geist. Und das nenne ich der wahrhaftige Gott und die Wahrheit, ganz einfach. Und nur durch ihn kommen wir ins Paradies und nicht durch irgendeinen Mohammed oder durch irgendeinen Allah, der sagt, wir müssen ihm helfen, dass er uns helfen kann, Sure 47, Vers 7. Nein, wir haben einen wahrhaftigen Gott, er hilft uns, wenn wir zu ihm beten. Fertig. Yes. Warte, ich muss jemanden hier stumm schalten. Alles gut, alles gut. Das kannst du hier sagen, was ich gesagt habe gerade. هو ضوى نور بالأوضة وبعيوني وبطلت اسمع ولا صوت يعني كل شيء هيك راح مثل كأنه هيك كان في مثل أصوات 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 براسي بس انطفى كل شيء والشيء الوحيد اللي كنت عم بقوله Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, und dann plötzlich wird mein Zimmer so hell und ich konnte nichts mehr hören, gar nichts, gar nichts. Das Einzige, was ich selber mitbekommen habe, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. أنا بوقتها ما عرفت أنه هيدا كان الروح القدس. بس بعدين عرفت انه هيدا كان الروح القدس لانه الروح القدس بيقول بالكلمه انه يسوع قال عن الروح القدس انه هو يشهد لي فانا لما صار معي هيدا الاختبار انا كنت عم بمجد الرب يسوع المسيح Okay, also ich wusste nicht, als das passiert ist, dass das der Heilige Geist ist. Aber im Nachhinein, als ich dann gelesen habe, noch mehr mich in der Bibel vertieft habe, wusste ich, dass es der Heilige Geist auch war, weil es geschrieben steht, dass der Heilige Geist kommen wird und er wird Zeugnis vom Herrn Jesus Christus geben. Und das, was sie quasi getan hat in diesem Moment, war den Herrn Jesus zu danken die ganze Zeit und ja, Zeug quasi zu bezeugen, dass er Herr ist, ne? Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zeugnis. Wahnsinn. Das ist es geht weiter, warte mal ab. Das wird noch schlimmer. Das ist eine krasse Geschichte. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Experiment dauert. يعني هو ثواني هو ساعات لأنه بطلت حس بالوقت. Okay, also ich hatte kein Zeitgefühl. Ich kann nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Stunden, Sekunden, Minuten, ich weiß es nicht. ومن بعدها نمت مثل البيبي كان صار لي أشهر ما عم بعرف نام من depression. Also ihr müsst euch vorstellen, wegen meiner Depression habe ich wirklich monatelang nicht vernünftig schlafen können. Aber ab dieser Nacht habe ich wie ein Baby geschlafen. Halleluja. Sleep like a baby because the Holy Ghost is in the house. Amen. تاني يوم وعيت عم شوف كل شي غير
يعني الكل شيء عم بيرقص، الشجر مش 3D 7D، الألوان. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden. Es war alles anders. Ich habe alles anders gesehen. Die Bäume waren nicht nur 3D, sondern eher 7D. Ich konnte anders alles wahrnehmen. Ja, ركضت ركضت كنت وقتها عايشة عند أمي، ركضت لعندها قلت لها هيك 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 صار معي. أوكي يمكن هي فهمت إنه شيء اختبار روحي، بس ما استوعبت كل شيء صار معي. Okay, also und dann bin ich zu meiner Mutter gerannt. Ich habe ihr erzählt, was passiert ist. Und dann auf jeden Fall, sie hat nicht ganz begriffen, ja, was genau mit mir los ist. Weißt du, was ich dazu nur sage? Alhamdulillah Jesus, dass alle den Christentum annehmen. Alhamdulillah Jesus, so viele konvertieren zum Christentum. Alhamdulillah Jesus, Yeshua el-Messi. Der Salah Christ hat gesprochen, Mann. Amazing. Alhamdulillah Jesus. Jesus. Alhamdulillah Jesus. لك فيلك وركضت لعندها لمام قلت لها يسوع حي وهيك هيك صار معي وانتو لازم. انا فكرت في شيء بهالصلاه، يعني ده انا لازم تعملوها لهيدي الصلاه، وبعت لهم اياها للعائله كلها. Okay, also ich bin, als ich zu meiner Mutter gerannt bin, habe ich gesagt, Mama, Jesus lebt, Jesus lebt. Und ich habe das damit verbunden, dass irgendwas mit diesem Gebet, was ich auf mein Handy bekommen habe, irgendwas sein muss. Und deswegen fing ich dann an zu sagen, ey, ihr müsst alle dieses Gebet beten, ihr müsst alle dieses Gebet beten. وبعتها للكل قلت له بليز صلوها وانا ناطره شو بدهم. ما كانت عارفه انه أنا يلي كنت جاهزة أن أسلم حياتي للرب. Und ich wusste nicht in den Augenblick, dass dieses Gebet für mich bestimmt war, weil ich eigentlich dazu bereit war, mein Leben Jesus zu geben, nicht für sie. فأيامات كتير نحن بدنا عائلتنا وأهل بيتنا أنه هن يعرفوا الرب مثل ما نحن تعرفنا عليه، بس ما بيكون الوقت وقتهم. لازم نصدق ونآمن إنه رح يجي وقتهم لما يشوفوا المسيح فينا نحن. Also wir wünschen uns manchmal, dass unsere Familien auch zum Herrn finden, aber das passiert manchmal nicht sofort. Aber sie sollten schon den Herrn Jesus Christus in uns sehen. Alhamdulillah Jesus, sie werden auf jeden Fall es erkennen und die Wahrheit erkennen, Jesus Christus annehmen. Alhamdulillah Jesus, das wird passieren. Alhamdulillah Jesus. Amen. Already, hier kam واحد منهم بعد في اثنين. Okay, also jetzt sind fast alle zum Glauben gekommen, es sind nur noch zwei. Warten wir mal ab, sagt sie. Alhamdulillah Jesus, das gefällt mir. Alle, alle, Alhamdulillah Jesus. آه يا قولي له قولي له نحن بالعربي الله يعني God. وانزين ما بيعرف anyway. فبس هلا من بعد هيدا الاختبار انا ضليتني هيك مثل ما بيقولوا مغرومه بيسوع فتره شي 3 اشهر. Okay, also nach dieses Ereignis, ja, war ich so verliebt in Jesus Christus, also so circa 3 Monate lang. رحت جبت كتاب مقدس كامل، بلشت أدرس، بلشت أقرأ أكثر، صرت مغرومة مغرومة فيه. Also ich habe mir das Alte und Neue Testament besorgt. Ich fing dann an täglich zu lesen. Ich war einfach nur verliebt in Jesus. بس إذا بتلاحظوا بقصتي كل الوقت أنا والرب لحالنا، تعاملاته المباشرة معي أنا لحالي. Ihr müsst euch aber vorstellen, dass der Herr persönlich an mir gearbeitet hat. Ich war mit dem Herrn alleine. ما حدا اجا حكينا عن الرب، ما حدا اجا بشرني، ما حدا اجا اعطاني انجيل، ما حدا دعاني على كنيسه او اجتماع ولا شيء. بس okay, also ich hatte keine gläubigen Menschen. Niemand hat das Wort vor mir gepredigt. Niemand hat missioniert. Niemand hat mir das Wort Gottes in der Hand gedrückt. Niemand hat mir von Jesus Christus erzählt. Das war alleine nur der Herr selber. كرمال هيك ما حدا عنده عذر يلي بيطلب الرب بيلاقيه.
Deswegen ist der Mensch nicht zu entschuldigen. Wer wirklich nach Gott sucht, der wird ihn auch finden. Und du kannst dir sagen, Jesus Christus hat gesagt, kleine Kinder, Finger weg, fast keine kleine Kinder an. Aber der Mohammed hatte eine Sechsjährige gehabt, Ja, ja, das weiß und hat ich. die Ehe vollzogen mit was? Mit 9. Und das kommt nur vom Satan. Und du kannst dir sagen, deswegen folgen wir was? Den Herrn Jesus Christus. Denn er ist der Weg und die Wahrheit. Und nicht einer, der mit 9, der eine Neunjährige, du weißt schon, niemals. Und deswegen, Yeshua al-Messi is the power and the truth. So sieht's aus. Life. And the light, Also, right? كان عم بيقول انه على هداك انه متجوز وحده بنت صغيره وشو بيقولوا له مشان هيك منه الحقيقه والمسيح هو الطريق والحق والحياه. أساسا يسوع قال خرافي تسمع صوتي وتتبعني وأنا Jesus hat Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir nach. Right. وكل حدا وراح يضل في عالم ما راح تتبعه لأنه مش من خرافه. Und es wird Menschen geben, die werden den Jesus Christus nicht folgen, weil die nicht von seiner Herde sind, nicht von seinen Schafen. فالمهم شو كنت شو وين كنت صرت آخر شيء؟ صرت آخر شيء إنه 3 شهور كنت مغرمة بالرب يسوع وكنت عم تقري الكتاب المقدس. هلا أنا بوقتها سمح الرب إني ضلني لحالي. Also der Herr hat eigentlich zu dieser Zeit auch erlaubt, dass ich alleine bleibe. ما بعرف شو الحكمة بوقتها إني أنا ضلني لحالي هيدا بعدين فهمتها. Okay, also ich wusste nicht, wozu das gut ist, dass ich alleine bin, aber im Nachhinein habe ich es verstanden. ونحن كمسيحية ما فينا نكون لحالنا. فيك ترجعي تعيدي؟ ونحن كمسيحية ما فينا نكون لحالنا. Und wir als Christen, wir können ja eigentlich nicht alleine sein. Wir sind nicht dafür gemacht worden, um alleine zu sein. الرب دايما كان يبعتون اثنين اثنين Deswegen, ليبثوا. Und Gott hat deswegen. immer Oh, okay, sorry. alles gut. Und Gott hat immer zwei zusammen gesandt. Genau. وحتى لما تأسست الكنايس دايما لازم يكون المؤمن مع شي بشراكة مع المؤمنين. Okay, und als ja die Gemeinde Gottes entstanden ist, sollten ja auch eigentlich alle Gläubige zusammen sein. Richtig, und deswegen hat Jesus Christus gesagt, führt die Gemeinde zusammen, spaltet euch nicht. Ja, und deswegen sage ich das auch immer wieder in meinem Stream, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass wir was? Die Gemeinde, alle in Christus zusammenführen. Denn was? Wenn wir zusammen sind, sind wir was? We are strong when we are together. And that's why you have to bring the Christianity together. Do not split. Always bring them all together. Because if we come all together, we are strong. That's how it is. Yes. Of course. It's not only that. It's because we help ourselves. We help each other by prayers. And if somebody does wrong, we can just like support them and Absolutely. help them to be Christ-like. Anyway, so بس أنا بوقتها الرب ما بعت لي يعني كنيسة أو مؤمنين حد لأتعلم مثل واحد يعني بعده خلقان جديد بس ما عرف ياكل لحاله بده حدا يهتم فيه بس لحاله ضله. Also ihr müsst euch so vorstellen, wie ein neuer Geborener, der eigentlich essen möchte, aber es ging nicht. Er konnte nicht wirklich essen, er war die ganze Zeit alleine. Und so ging es ihr. في كتير أشياء بالإيمان ما كنت بفهمها يعني ما كنت بفهم بالحروبات الروحية ما كنت بفهم قصص هيك يعني كيف أنا بدي أعيش كمسيحية في بضل الواحد عنده أمور بيتعلمها بس يكون عايش مع مؤمنين ومرشد روحي وهيك
Okay, also jemanden, der halt im Glaube ist, der braucht den Herrn Jesus Christus ja unbedingt in sein Leben und noch zusätzlich jemand, der ihn halt begleitet im Glaubenleben, ja. Und auch, dass man ja diese Geschwistertreffen hat jedes Mal. فمجتمعي رفقاتي أصحابي مش تغير، بس أنا تغيرت صار معي هالاختبار. Okay, von denen, die ich jetzt kannte, meine Freunde, die haben sich nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, das war ich. وهون ببلش عدو الخير يسحبنا بطريقة، أول شيء من أصحابنا، من كل شيء حوالينا بصير هيك بده يرجعنا لورا. Okay, und der Teufel, der nutzt diese Situation aus, ja, wenn du nicht mit Gläubigen zusammen bist, dass du ein paar Schritte zurückgehst und in deinem alten Leben wieder aktiv wirst. Richtig, richtig. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil der Satan oder beispielsweise der Teufel, der ist überall. Er wirkt wirklich. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Vor allem, wenn man mit ungläubigen Menschen unterwegs ist, können wir ganz schnell uns vom Herrn abwenden. Und er benutzt auch diese Menschen. Er benutzt auch diese Menschen, um uns vom Glaube, sagen wir mal, zu kapern, zu trennen sozusagen. Das kannst du ihr sagen. بيقلك انه هو الشيطان بس انه يشوفنا انه نحن صرنا مؤمنين ببلش انه هيك يتحكم او يجرب يتحكم بحياتنا. مظبوط. Und also unter ihnen sehen wir auch hier in den Chats. Hier sind auch einige von denen. Ich weiß das. في كثير منهم كمان موجودين هلا هون. هلا شو بدنا فيهم؟ خلينا نكفي. Sie sagt ja, wir achten jetzt nicht auf die, wir müssen jetzt weitermachen, sagt sie. Ja, alles gut, alles gut. كلمة الرب بدها تنقال اللي بيعجبه ولا ما بيعجبه. Also sie sagt, das Wort Gottes muss gesagt werden, ob es denen jetzt gefällt oder nicht. Richtig. فاللي صار انه انا بلشت شوي شوي يعني بعد ضليت بالعالم يعني انه انا مزبوط انه تغيرت الرب كشف ذاته لإلي في حررني هيك من كتير قصص انشفيت من الديبريشن انشفيت من امور كتيرة بس بضل في قصص ما تغير عقليتي عليها ما جدد ذهني عليها. Okay, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte ja keine Gemeinschaft mit Christen, ich habe mein Leben weiter so geführt wie vorher. Und es gibt Dinge, wo ich einfach keine Erneuerung im Sinne hatte, also keine Sinneserneuerung hatte. كرمال هيك مهم كتير دايما يسوع بيحكي انه نحنا نثبت معه نثبت بالإيمان نثبت بالكرمة. Also der Herr sagt ja immer, dass wir eigentlich im Glaube fest werden müssen, dass wir in sein Wort fest werden müssen. الاختبار لحاله شيء بس الثبات شيء تاني. Also Gott zu begegnen ist etwas und wirklich bei Gott zu bleiben ist noch was anderes. Absolut, right. فيلي صار انه انا ضليتني بالعالم ورجعت على الخطية وابليس بيدمره للواحد اكتر من قبل الايمان. Okay, und sie sagt, ja, dann bin ich zurückgekehrt in die Welt und zur Sünde zurück. Und das ist nicht mehr so wie vorher, sondern Satan zerstört dich noch mehr, wenn du wieder in die Welt zurückgehst. يعني بيقولوا بيرجع 7 أضعاف هيك. Also er kommt ja 7-mal wirklich wieder, ne? Also ihr kennt ja den Vers, wenn ein Haus gereinigt wird, ja, und wenn er zu alten Zustand zurückkehrt, dann bringt der Dämon dann 7 Stück wieder mit. Auf jeden Fall. بس الرب أمين علينا. Aber der Herr, der ist treu mit seinen Kindern. Auf jeden Fall. يلي صار انه انا ضليتني 6 سنين لا 7 سنين بعيدة عن الرب
كان دايما بدا يسوع بس مربطه مربطه بالخطيه 7 سنين. Okay. 7 Jahre war ich weg. Ich war wirklich in Ketten gefesselt. Und ich konnte mich davon nicht lösen, obwohl ich die ganze Zeit an den Herrn gedacht habe. الشباب اللي استغلونا استغلونا أكتر. العالم يلي وجعتني وجعتني أكتر. ما كنت أعرف أنا شو لازم أعمل. عملت كل شيء وزيادة. يعني إذا كنت أسهر قبل الإيمان صرت أسهر أكتر قبل الإيمان. إذا كنت أشرب قبل الإيمان صرت أشرب أكتر. بهيدا الفترة ضياع كتير قوي. Ihr müsst euch vorstellen, alles was vom Glauben war und als ich, nachdem ich mich bekehrt habe, wieder in die Welt zurückgegangen bin, habe ich immer das Doppelte und Dreifache davon gemacht, was ich eigentlich schon davor gemacht habe. Das heißt, wenn ich getrunken habe, habe ich noch mehr getrunken. Wenn ich gesündigt habe, habe ich noch mehr gesündigt. Wenn ich in Affären war, habe ich noch mehr Affären gehabt. Und so weiter ging das. Hatta lipse, lipse, lipse. Yani, sirit, yani, anja, ma albus, bnazil suwari ala social media, bil mayo, ma al kes. يعني كتير كتير يعني خلص فتحت لها على الآخر. Okay, selbst Social Media. Ich hatte Accounts. Ich habe mich nur fotografiert mit Bikinis, mit Glas Champagner in der Hand und andere Fotos habe ich nicht gemacht. كنت سافر وارجع بالطيارة يعني أساس إنه انبسطت وهيك بس. صير معي هيك مثل نوع تقل وديبرشن. اتذكر دايما هيدا الاختبار. كنت كل ليلة اتذكر يلي صار معي مع يسوع بس ماني عارفة كيف بدي ارجع لعنده. Kannst du die bitte blocken, bevor ja, sie ja, das sieht? Weil ich finde das nicht in Ordnung, ganz alles ehrlich. Gut. Alles gut. Wisst ihr warum? Das sind so Dämonen, die denken sich so, Subhanallah, warum ist unsere Schwester denn überhaupt konvertiert zum Christentum? Subhanallah. Wahnsinn, Wahnsinn. Die okay. Toben gerade diese Dämonen. Das ist der Wahnsinn. Die haben ein Problem damit. Subhanallah, warum nicht den Islam? Subhanallah. Ja. Oh. So. Also auf jeden Fall ging sie gerade in die Tiefe und jedes Mal, als sie diese, also die Depression, die kam ja immer mehr schlimmer und schlimmer und schlimmer wieder zurück und sie musste sich immer an dem Moment erinnern, als Jesus Christus sie freigemacht hat. Wenn man fakir, billi sar ma'i ma'i Yeshua, und kif bada irja, und manni arfe kif bada irja, elti ya heide? Ja, älter, was Kiefer der schon mal. Auf jeden Fall wusste ich nicht, wie ich wieder zum Herrn gelangen kann. Okay. Lachata bezir bezir el Corona. Ja, bis Corona kam. Salamu alaikum, Samir. Ist el Corona, ana kent min el alam yalli kteer taasaru bi hayda el shi. Also als Corona war, bin ich jemanden gewesen, der wirklich davon sehr, sehr viel abbekommen hat. Anna, ich sagt, schuf der Rab, kif bibalish yishtaghil, khalas sar waqta yirja yjibni. Okay, guck mal, wie der hier arbeitet. Ja, es war nämlich Zeit, dass ich umkehre. قبل ما تبلش كورونا بشوي بلش يشيل أصحابي من حوالي المجتمع كله تبعي رفقاتي الجو اللي أنا كنت فيه واحد ورا الثاني يفل. Okay, der Herr fing aber an, auch davor schon daran zu arbeiten, dass er ihre ganzen Freunde und die ganzen Leute, die eigentlich nicht in ihr Leben bleiben sollen, sie entfernt hat. وصارت الكورونا أنا كنت بعلاقة مع شاب كان أول حدا هيك بيكون منيح معي وحسيته عن جد يعني خرج إنه أكون سيريس معه وتعلقنا ببعض
Und dann habe ich Weiter, Tarakne. jemanden kennengelernt und dann hatte ich eigentlich den Eindruck, ja, es könnte wirklich was Ernstes aus uns werden. Und dann hat er mich verlassen. كان عندي بشتغل بمطرحين Ich اثنيناتهم hatte zwei تسلمهم. Jobs. Und die beiden, da wurde ich gekündigt. وبطل عندي حدا من اصحابي حتى Und meine ganzen Freunde waren futsch. صرت لحالي Ich war ganz, ganz alleine. وضليت فتش على شغل لان احنا سويد يعني بالبلد ما عملوا لوك داون، ضلوا البلد مفتوح، مش عالم تروح على شغل عادي، كل حواليا عالم تلاقي شغل انا لا. Okay, und ihr wisst ja eigentlich, in Schweden war das, im Corona war das ja ganz anders. Alle hatten irgendwie dicht gemacht, nur Schweden nicht. Ja, und ich hatte die ganze Zeit auch nach Arbeit gesucht, aber keine Arbeit mehr finden können. وضليتني عايشة فترة شي سنة وشوي على السيفينغز تبعولي. Also über 1,5 Jahre habe ich wirklich von das gelebt, von was ich eigentlich gespart habe die ganze Zeit. طيب أنا قديش بدي ضلني عايشة عليهم هولي وما في مدخول، وحتى لدرجة إنه من الدولة إذا أنا بخسر شغلي مفروض يتعود لي، أنا الوحيدة ما طلع لي، كيف ما بعرف؟ Und selbst sogar, dass ich von Staat irgendwie Hilfe bekommen habe, habe ich nicht mal. Also, ich konnte das wirklich nicht verstehen. تشوفوا عن جد الرب لما بده يزكنا ايامات لانه بده يشتغل هو شيء. Okay, also der Herr erlaubt wirklich manchmal solche Dinge in unser Leben, weil er an unser Leben arbeiten möchte. وانا مكسوره كثير يعني قلبي مكسور عم بخسر يعني عم خسرت كل شيء تقريبا عم بطل معي مصاري بعد سيارتي اخر شيء كان عندي اخر شيء بملكه بعد سيارتي. Also mein Herz ist, war gebrochen. Ich habe wirklich alles verloren und ich hatte wirklich gar nichts mehr. Dann habe ich mein Auto verkauft. أنا بعد سيارتي آخر شي خلص وبعدين بطل عندي مصاري Okay. Als ich مein Auto verkauft habe, war das auch das Letzte, was ich hatte und ich hatte danach gar nichts mehr. هون بيوعى الإنسان على حاله مثل الابن الضال. Okay, und hier wurde ich wach wie der verlorene Sohn. مثل ابن الضال قاعد بين الخنازير كان والوحل قال أقوم وأرجع إلى أبي، نفس الشيء أنا عملت. Genau, also bei ihr, sie sagt, bei mir war das so, wie der verlorene Sohn, ja, zwischen den Schweinen gesessen hat. So saß ich auch mit zwischen den Schweinen und wo der gesagt hat, lass mich dann zu meinem Vater gehen, habe ich mir auch gedacht, ich gehe zu meinem Vater zurück. So, بجي أنا برجع على الأوضة على نفس الركعة وعلى نفس الصرخة. Dann bin ich wieder zurück in mein Zimmer. Dann habe ich mich wieder hingekniet und dann habe ich wieder zum Herrn geschrien, genau wie das erste Mal. Es قلت له يسوع وينك؟ تعال شيل من اللي أنا فيه، Und dann habe ich ليش عم gesagt: بصير فيا هيك؟ Herr Jesus, wo bist du? Komm, rette mich aus das, wo ich gerade drin stecke. Warum passiert mir das gerade? خلص أنا استسلمت يعني عن جد رفعت العشرة وقتها. Also, da habe ich wirklich alles abgegeben. Ich habe alle 10 hochgehoben an diesem Tag. لأنه كانت بوقتها يعني عم جرب لاقي حلول أنا بشرية بقوتي الشخصية ما كانت عم تزبط معي. Ich hab nämlich versucht, wirklich Lösungen zu finden aus meiner menschlichen Kraft, und das habe ich nicht geschafft. فأنا صرخت هيك وبكيت بكيت 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 ورجعت نمت. تاني يوم Ich habe wirklich geweint, geweint, geweint und am nächsten Tag تاني يوم وعيت الصبح بفتح bin ich يوتيوب. morgens aufgestanden. أنا كتير بحب يوتيوب. Ich liebe YouTube. بيطلع لي فيديو عم بيحكي عن الزنا الروحي. Okay, also als ich morgens aufgestanden bin und ich liebe YouTube, ich öffnete dann YouTube und dann fing ich quasi an, zu scrollen und dort sah ich ein Video über quasi die geistliche Hurerei. وانا ما كنت بعرف شو الزنا الروحي وما كنت بعرف انه عم بعمل اشياء فاصلتني عن الرب.
Okay, und ich wusste nicht, dass ich gerade geistlich quasi sündige, ja, und dass ich getrennt von Gott bin. كنت عاملة كتير آلهة بحياتي أنا ما كنت وعيت لهم. Ich hatte viele Götzen in mein Leben und ich habe es aber nicht wahrgenommen. كانت عباداتي غلط من الباكجراوند Meine اللي أنا جاية منه. Anbetungen waren falsch. كنت عاملة ذات إلهي. Ich habe mich selbst als Gott gemacht. كنت عاملة مصاري والبسط ورفقاتي وكتير أوسان بحياتي. Ich habe Geld als Götze gemacht. Ich habe شو كمان مصاري وشو كمان؟ مصاري ذاتي Mich selbst als Götze gemacht. كتير أشياء عملتها وسن بحياتي وأنا ماني Ich عارفة. verstanden irgendwas mit Sugar Mommy? Sugar Mommy? No. Irgendwas, okay. Ich habe irgendwas verstanden mit Sugar Mommy, okay. Um Himmels Willen, okay. Okay. ايه ف يلي صار انه بلش الرب فيديو ورا فيديو وعظات واشياء كتير يفهمني على كيف انا مفروض عيش كمسيحية وكيف بدي كيف تزبط العلاقة معه. الرب انه هون بلش اخسو دان نان ganz falsch نان ich arbeite nicht beim Caritas Ahmad هون daher hat angefangen quasi mir diese Videos zu zeigen wo ich dann ja, Menschen gehört habe, die über den Herrn Jesus Christus gesprochen habe, auch Predigten, wo ich sein Wort mehr verstanden habe dadurch. أمين وبلشت أنا كان عندي عطش مش طبيعي للرب ولكلمته وبلشت أقرأ بالكتاب المقدس وبلشت أدرس بالكتاب المقدس وبلشت ما أشبع يعني أنا قاعدة بالبيت 6 شهور بالبيت بس أنا ويسوع. Also, ich habe wirklich nicht genug vom Wort Gottes bekommen. 6 Monate lang saß ich zu Hause und habe mich nur mit dem Wort Gottes beschäftigt. لدرجة إنه قلت لهم بالبيت ما حدا يحكيني بس بدي ضل أنا ويسوع يعني نام عم بقرا أوعى عم بقرا وأدرس نام فكر فيه أوعى فكر فيه. Okay, also das war so. Ich habe wirklich Tag und Nacht musste ich an dem Herrn denken, ja, und habe mit den Herrn auch Zeit verbracht. Selbst zu Hause habe ich gesagt, keiner soll mit mir reden, keiner soll irgendwie mich ablenken. Ich möchte einfach nur mit Jesus Christus alleine bleiben. وبهيدي الفترة أنا يعني بعد اختباري على الـ24 هيدي الفترة كانت أجمل فترة بعمري لأنه كتير صار معي تقربت من الرب بطريقة ما كنت بتوقع بيوم من الأيام إنه أنا هالقد بكون قريبة منه. Also ich hatte wirklich niemals gedacht, dass mir das so passieren wird, dass ich eines Tages sehr nah am Herrn sein werde, nachdem was alles passiert ist. يعني سمعت صوته فرجاني رؤى حلم يعني كتير قصص صار معي أشياء وأنا قلت إنه واو الرب قديش عظيم ما كنت بعرف إنه هالقد بيكون قريب منك الرب. Ja, also der Herr hat mir so viel gezeigt. Wirklich, ich hatte nie gedacht, dass ein Gott den Menschen so nah sein kann. وهون كمان كنت بعدني لحالي بلا جماعة مؤمنين بلا شي بعد الرب عم يتعامل معي. Also bis dahin war ich immer noch alleine, ja. Ich hatte immer noch keine Gemeinde, ich hatte immer noch keine christlichen Geschwister in meiner Nähe. فهون بحط الرب على قلبي اني احكي مع شخص هو كان معي بالجامعة عم ندرس سوا مسيحي هو حقيقي بيروح على كنيسة حط الرب على قلبي اني احكيه وفعلا حكيته وبلشت روح عندهم على الكنيسة وكنيسة جدا مباركة.
Okay, und zu der Zeit ging ich ja auch in einer Universität. Und da hat wirklich der Herr mir ans Herz gelegt. Da war nämlich ein von meinen Klassenkameraden, das war auch ein bekehrter, echter Christ. Und ich habe den angesprochen und er nahm mich mit in seine Gemeinde. وهيدا الإنسان بس كان صار لي يعني ما صار سنة بعرفه يعني جديد فات على حياتي ما كنت بعرفه من قبل. Also ich kannte ihn nicht, also er war wirklich ja neu in mein Leben, dieser Bruder. Du kannst dir auch noch mal sagen, es ist wirklich unglaublich, weil ich sehe das in ihren Augen, einfach nur weil sie den Herrn Jesus Christus angenommen hat, du siehst, wie sie einfach strahlt. Das ist so eine richtige Schönheit, sie strahlt einfach diese Schönheit aus und das ist der Wahnsinn, das kannst du ihr sagen. Okay. بيقول لك انه الرب يسوع موجود بحياتك مبين على وجهك لانه منوره ومنوره جمال مش طبيعي. نشكر الرب هيدا هو بيقول مجدي عليكم يا رب Also مجدي عليكم. er sagt ja, dass uns das ansehen, man ansehen wird. المجد لإله. Amen. المهم تتشوفي انا هيدا الانسان ما كنت بعرفه من قبل بس تتشوفي عن جد الرب بيشتغل كله بتوقيت معين بيركب الخبرية مثل البازل. Ja, also der Herr, der macht das ja wirklich so, dass er wirklich jedes Stück zusammensetzt wie ein Puzzle. Ja. وبلشت اشوف على هيدا الكنيسة وصرت عم بنمى روحيا وكمان الرب تتشوفي انه كيف بعود لك الرب اضعاف كمان الرب قادني لحتى فوت بجامعة العنصرة بلبنان كمان جامعة بتحكي عربي لانه انا هيك كان عبالي بالاساس. Okay, und der Herr hat geführt und geleitet und ja, ich gehöre jetzt zu einer Gemeinde an, auch in Libanon und ich bin dem hier gerne. Alhamdulillah Jesus. Alhamdulillah Jesus. Das ist schön. Wirklich sehr schön. Very nice. It's very lovely to hear it because Christianity, believing in Jesus is just the truth and it's the way and I can't say that much. I mean, really, it makes me smile when I see a sister that is saved by Jesus Christ. It's amazing. It's oh my God, that's super amazing. Super amazing. And this is just the beginning because the Lord is moving, He's moving everywhere. Yes. We're not seeing the whole picture, but if we just like keep on shining in the world because we are the light in this world, if we just live our faith with boldness, without shame, that's why Jesus says, He says, like, whoever confesses me before people, I will confess him before the throne of before the throne of God and the angels. So Right. we have to testify for his name. We are the salt of the earth. Amen. So Amen, live our amen. faith boldly because people in the world they just believe whatever they want. And Right. they just say whatever they want. And when it comes to us, some believers, they just somehow backslide or they just like draw back and they're not bold enough to tell people about their faith. And this is not what God wants. Because we don't Absolutely. know. I totally agree with you. And man, I think you said enough. I think you said it all right. So, yeah. Because we don't know what's happening in people, like in their souls. They might need just one word from us. And if we're not bold enough, and like this boldness is not coming from us, it's coming from the Holy Spirit who It lives comes within from our us. Lord Jesus Christ. Absolutely, absolutely. It comes from Him, from the Holy Spirit. Like, how am I able to speak in Arabic and Marwa, she's translating to people I don't know on TikTok and It's applications and because like strangers God would see me says, if it's not from the Lord. right, God says,
He puts all his people together, and where all the people are, Jesus is always there as well. So that is where we can see that the Holy Ghost is with us, and I can see it on Marva. Marva is shining, very beautiful. Luciana, you are also shining, very beautiful. And that is where the Lord Jesus Christ is, because he puts his people together so that we can talk about we can talk about God. So this makes me shine. This really makes me shine. So I'm very happy. I mean, I'm super happy to hear those testimonies. Luciana, where are you right now? In Germany or Sweden? In Lebanon or Sweden? Sweden. So I live here permanently. Very nice. But okay, it's too late. I think you already said your location, because there are people that are not so, you know what I mean. Yeah, but I don't care. Okay, yeah, okay, all right. I don't care. Why would I? I mean, Jesus said, don't be scared of right. those who kill the flesh, but be scared of those of the one who is able to destroy the flesh and the soul together in hell. Right. So yeah, and God did not give us the spirit of fear. Right, you're absolutely right. You're absolutely right. Just I'm a person. How should I say it? I mean, careful. Why? I'm careful. Yeah, I'm careful. You know, because God also says that we always have to open our eyes. We should always take a look, and of course, we have to put our full trust in the Lord. So that is what we're doing. And wow, I'm very happy today. I mean, I can't find any words more to say, because this stream makes me super, super happy to see a sister getting saved by the Lord Jesus Christ. It's amazing. It's super amazing. Habt ihr irgendwelche Fragen? Wer irgendwelche Fragen hat und hoch möchte, ihr dürft es gerne tun. Also scheut euch nicht. Yeah. So my sister Luciana, are you finished with your testimony, or you have more to say? No, I mean, yeah, I'm done. That's it. And now I'm here. God is faithful. Yes. It doesn't matter how many years we might be off, backslidden. He's faithful. He take us back, and that's what I always say. Like, as long as you have like a heart for the Lord, even though you don't know how you want to come back to Him, He would do the job. Right. But you have also a responsibility to just stick with Him, and just stay with Him. And this time, there's no way back, because this time I renew my mind. I know the principles. Now I studied, I know how I'm gonna live as a Christian. Because before, like my first experience, the first time I had this encounter with the Lord, I just had an encounter. I asked Him to come into my life. I searched for the truth, and He met me there. But I had the same experience. I had an encounter with Jesus as well. This was very crazy, because all the time when I prayed to God, I wasn't praying with my entire heart. And God says, if you call me with your entire heart. Be free when you call me. So that's what I did. I mean, I don't want to tell the whole story, but it's very crazy. It's insane. I was in a dark hole. I was very in a dark hole. Okay. So when I started crying, I was crying, and I was, I lay my hands and I was like, Jesus, why this has to happen with me? So I was praying to the Lord. I was crying and I was shouting from my entire soul. And when I did it, in the next 10 minutes, I received a very good news. And that is where I see Jesus is really working. So I know that this God that we're worshiping is the one and the only God. And that's why I say every day, Alhamdulillah Jesus. Alhamdulillah Jesus. Yes. Yeah. Oh, man. Yeah. Yeah. So, but like, as Christians,
As Christians, as long as we just depend on the encounters here and there with the Lord, but we don't read the Bible every day, we don't just like get serious with the Lord, we're just gonna be like believers on the same level. We don't know our authority in the Lord. We just don't know how to be happy with the Lord, how to conquer sin and many things, and even like be productive in the kingdom of God, like mm-hmm. as not preachers, but like as evangelists. Absolutely. So, yeah, that's why it's very important to renew our mind, to read the Bible daily, to study the Word, because when we renew our mind, we would love the Word of God. We would love to live as the Word says. Absolutely. And I agree with you. This is my testimony, because before I was just like, I just had an encounter, but my mind was still the mind of the world. My mind did accept sin in many forms. Yeah. But right now, after the second phase, I would call it, the second phase and the second encounter with the Lord. So then I studied the Word daily. I understood how to be a Christian, how to live as a Christian. And the Lord renewed my mind by the Word so I could fight sin. And I could be free from idolatry, from sexual sin, from many other things. And the Lord just took me into a journey where I just deleted all my social media accounts, because I was so attached to my image, to social media. I wanted like followers and like everybody to see me. I was an attention seeker. Like I had so many things in my soul, so many bondages that I wasn't aware of. But the Lord took me in this journey and He just shaped me and molded me and changed so many things in me, even like my style, like my your view, your view. Yeah, even like my clothes. I wouldn't wear like the same dresses as I used to wear of before. Course, because now you're a real woman. Now you're a real woman. That's how it is, because that's how Jesus Christ works, you know? Yeah, exactly. And and it's only for His glory. And I understood that it's not about me. Everything is about Him. Everything is about Him. Right, right. Yeah. Absolutely. Absolutely. Wow, that's a strong testimony here. Wow. And die ganzen Leute hier, this is so beautiful. Das ist so schön hier. Also meine Seele ist schon richtig, ich kann schlafen mit voller Ruhe. Wahnsinn. 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 Ja, genau. Ja, yes. Sorry, nahna hakina English, yani bis da hatarif ahki ana wiyi. Okay, yani I understand. Ma ba'rif. Okay. No. Okay. Jana, fi hada sa'al, قال انه فيك ترنم ترنيمه. Jemand hat nämlich gefragt, ob Luciana für uns ein Loblied singen kann, weil Luciana hat wirklich eine wunderschöne Stimme. Oh, wow. Okay, Luciana, I heard you want to sing for us. Yes. Something very beautiful, which is combined with the Jesus Christ. It's all about Jesus. I just don't sing songs. I just like do worship songs. But okay, but so okay. We are here to listen now to you. Let's go. Okay. شو بتكون؟ أي واحدة؟ اوكي عبالك شي واحدة هيك عبالك عقلبك انت شو تعلمت هو اللي انا قلت لك عنهم ولا بعد طيب يلا we're gonna listen very carefully now اوكي Sie hat letztens mit mir geschimpft. Ich hatte versucht, auch ein bisschen Loblieder zu singen. Und dann hat sie gesagt, ich denke, du hast andere Gaben. Lass das mit dem Singen sein. Ja, das...
ما عم تجي على راسي شي ترنيمة لفيروز ترتيلي، حدا عم بيكتب هون أحمد. لفيروز؟ شو عندها بعرف، فيروز ما ترتيلي؟ بعرف. Don't be nervous. Come on, let's go, I'm not sister. nervous, I'm just No, thinking. she's thinking Which about one? one. I'm telling them, like, you can just write one thing in the comments. أما أحلى حضورك. أوكي ندوش. You know what? I'm gonna make my hands like this. Okay? No, just don't be a distraction right now. Okay. I'm sorry. Oh my God, I'm sorry. Ey Leute, ich habe vorhin gesagt, ne, drückt, damit wir auf 30.000 kommen. Jetzt sind wir fast auf 70.000. Dankeschön, wirklich. Das hat Ja. das Live übrigens echt gerettet, muss ich echt sagen, ne, dieses Drückerei. Okay, Bitteschön. ma ahla huduraka. Okay. Ja. Alright. ما أحلى حضورك ربي ما أبهى جمالك يسوع أشبع من خير بيتك أرتوي من نهر نعمتك أشبع من خير بيتك أرتوي من نهر نعمتك أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق واحدة سألت منك أن أسكن بهيكل قدسك واحدة سألت منك أن أسكن بهيكل قدسك مريض أنا بحبك املأني الآن بفيض روحك مريض أنا بحبك مريض املأني الآن بفيض روحك أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق مايك دروب مايك دروب بوم مايك دروب بوم Mic drop, boom! Wow! Very, very nice. Glory to him. He's the one guys, who gives us all those talents. Guys, like the sister, like the sister. Oh my God! Wow! Nice. Amazing, amazing. Glory to the Lord. Yes. Glory to the Lord. Milet, Milet wollte was sagen. Salam und Name. Hi. Luciana Mnawara. طبعا انا حضرت لك لايف قبل كده الفتره اللي فاتت اخت ميرو، كان عندك حد تقريبا مش عارف اي ثينك الشخص ده ولا غيره، كان حد يعني كنت عملت معاه يعني لقاء وكده، وكنت مترجمي، هو تقريبا الماني اوكي فاكر. اوكي ايه بس مش هيدا هو، لا هو واحد تاني. اوكي also er fragt, es ging ja darum, ich hatte ja letztes Mal jemanden, der auch sein Zeugnis erzählt hat, aber das war ja von Deutsch auf Arabisch, was übersetzt habe, und der fragt gerade, ob du das bist. Ich? Ja.
dass ich was auf Arabisch, dass ich was auf Arabisch Nein, nein. übersetzt Ich habe. hatte jemand, der eigentlich sein Zeugnis erzählt hat, letzte Mal, und er hat dich jetzt mit ihm verwechselt. Das ist alles. Ach so, oh, okay. Ja. Luciana? Okay. Yes. Milad? Yeah, you can speak, Milad. I will let Milad speak and then I speak. Ja. Yeah. Okay. اوكي بص انا ممكن ارنم ترنيمة انا محتاج لمسة روحك تغيرني. Er wird gerne ein Loblied singen. Das ist ein sehr, sehr schönes Loblied. Klar, warum nicht? Tfaddal, Yeah. Milad. Ich Okay. wollte mich nur kurz abmelden. Gehst du schon? Marwa? Ja, ich wollte bei Mensa ein bisschen reingucken, ja. Was ist das? Und ich wollte nur sagen, Marwa, es war wirklich ein wunderschöner Stream mit euch. Ja, das Das sollten freut wir mich. öfters machen. Ja, das sollten wir öfters machen. Und Luciana, I just want to say, God bless you and you have a very beautiful voice. Keep on and always stay with Jesus Christ. He's the truth. He's the way. And you're really doing a nice job. So what I can say, praise to be to God, praise to be Jesus, and yeah, the Holy Ghost is working, and we can see that so many beautiful people here. And hey, this is I can't say that much. Beautiful, very beautiful. Glory to God, and I also pray that we all stick with Jesus Yes. until we meet him in heaven, in Oh Jesus' yeah. name. The first thing I'm gonna do when I enter the heaven, I'm gonna dance. That's what I'm gonna do. I'm gonna dance. I'm gonna work and I'm gonna dance with David together. We're working in with Abraham and then dancing at the same time. Whoa, 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 whoa. The Yeah. first thing I'm gonna do, I'm gonna jump on Jesus. This is the first thing. And then the second one, I'm gonna search for Apostle Paul because he's my favorite. Okay, the Yeah, first thing absolutely. I will do Apostle Paul. is the same like you, Yani Luciana, and then I will go to Adam and to the wife, and I und dann boxe ich den mal erstmal richtig die Nase kaputt. Nein, war nur Spaß. No, don't box him in heaven. Weißt du, was du mit uns gemacht hast? Leben lang, nur weil du dieses Ding gegessen hast? Nah, it's okay. It's okay. So, my lovely people, an alle, die hier drin sind, I kiss your heart. Vielen, vielen Dank. Ne? Und Leute, ich bedanke mich auch nochmal für die Likes da oben, ne, dass ihr Ja, wirklich, wirklich alle unterstützt habt. Very, very nice. I would say peace out. I'm going to Mensa and I love you guys. Yeah. nice to thank meet you. you. God bless you. Yeah, God bless you too. God bless you too. All Danke, right. danke dir, Bye Flex. bye. Der Herr segne dich. Tschüss. Yes, bye Ich bye. kann nicht mehr blamieren. Milet, تفضل يا ميلاد. Okay. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني أنا جاي ضعيف قويني أنا جاي حزين عزيني أنا جاي لخاطب ريني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك ورويني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لخاطب ريني واشفيني
المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني لمسة من هد بتوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، مين يا رب؟ لمسة من هد بتوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاجي وأشوف اسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لخاط بريني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني، انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لخاط بريني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. امين. آمين. شكرا لإلك، Thank you so شكرا. much. You are welcome. مرسي مرسي لإلك كتير. مرسي، شكرا على التعليق الجميل. شكرا شو أختي رأيك لوسيانا. لوتشانا؟ go on go on بشو قدوس. انت بتحبيها ولا لا؟ اياها القدوس. ايه ب ولا غير وحدة؟ بحبهم كلهم. ترنيمة مع بعض عم ترنيمة مع يكتبوها، بعض. هي منعتني رنم على فكرة، يعني لا لا، انت عم تظلميني. كتير. انت لا، انت رن انت عم تظلميني. انت قلتي لي بدي رنم، قلت لك انا رنمت، اوكي. قلت لي شو رأيك، قلت لك ليك مروه. انا ميرو مع لك صوتك انا يا ميرو. لازم احكي الصدق بالمسيح، يعني قلت لك ليك خليك على الترجمه. بس مش يعني ما ترنمي. انا صوتي مش حلو. Also ich habe keine schöne Stimme und hier war der Vorschlag, dass wir alle drei zusammen singen und genau. لا صوتك حلو على فكرة، انت كنت بترنمي معايا. مظبوط. يلا يلا سامحينا، خلص انا يلا. لا مع بعض اذا شيء. لا هلا مع بعض ما رح يبين صوتك، لا يعني انت ببين. ترند حيا انت. لا خلص، شو بدنا نرنم؟ بيكون ممكن غارة بس بس في لوسيانا، اللوب. نعم ممكن تقولي ترنيمة يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد؟ اوكي حلوة جدا، منك انت. ايه انا ما خصني فيها. ومنك برضو حلوة. يلا ليك شو رأيك بقول انا مقطع انت بتقولي مقطع؟ بس أنا ما متدربة عليها، اوكي جرب يعني ما بعرفها كلها، بس I will try. أوكي طيب. ممكن أجيب لك كلماتها؟ شو هي؟ يسوع أنت إلهي، أي يا حبك شافيا معين، الوحيد. شافي الوحيد. شفتوا؟ بس ما فينا نرنم غير وحدة. في زوخنا ein Loblied was wir singen können. Gibt's Leute, die eifersüchtig auf dich sind? أنا حافظة مقطعين منها صراحة، مش حافظة هي بعتقد ثلاثة، بس أنا حافظة مقطعين. احنا عارف الثلاث ابيات، انا عندي كلمات منها. شوفي بعد ترانيم حلوة. ممكن أنا بدي أجيب فوت لجوا أجيب اللابتوب إذا شي تبعي طلعهم. مشكلة مش بالصوت، بالحافظ. اوكي هات نشوف مين بده يطلع. حمدي، حمدي، was ist los حمدي؟
هلا يا رب. حمدي لحظة، هاي أول مرة إذا شي بدي طلع حمدي، بس حمدي أنا ما بحب طلعك لأنه أنت بتعرف مرة شو صار بيني وبينك، يعني بدك توعدني تكون مؤدب كتير يعني. هلا ليك، اذا حمدي بيكون مؤدب، لانه ليك نحن هلا بنصير 4 على الجاست، عرفتي؟ مش رح ياخذ راحته كتير. هلا حمدي بيحكي اسلاميات، هو مسلم كمان. ايه سمع فبده الشهادة؟ استمع لشادي، ما بعرف سمعت لشادي يا حمدي. حمدي بيحكي، هات لنسأله. طلع يا حمدي لنسأله لحمدي اذا سمع لشادي. مساء النور. مساء النور يا حمدي، سمعت شهادتها للوتشيانا؟ عم تسألها؟ لا لوتشانا والله ما بعرف انا، لا لوتشيانا ما سمع شهادتي. ما سمعتش ترنيمة من ترنيمات. بس ترنيمات سمعت؟ لا انا بحترمك. ليش؟ عشان انت محترمة، وانت ما تتعدى على الدين. انت عارفك انت مكتوب بس انا ريسبكتفول فراو، تو هاس نيب لايدك تشير ايما تاني ستريم، تو كيمسون تاني ريليجيون، تحترمي الاديان هذا، وانا بحترمك. ولذلك حبيت انا اقول لك ايش بدي زاغ الناس ايش ريسبكتيره تاينا ماينونغ und ich meine nicht böse, weißt du, weil du bist wirklich ein guter Mensch, du machst deinen Stream fertig. Aber du weißt ganz genau, wo bin ich hart. Das weißt du schon. Mit diesen Leuten, die lügen, weißt du. Aber du hast nichts getan. Ja, letztes Mal stimmt, ich habe ausgerastet, weil ich war mit meinen Nerven am Ende, weil die haben zu viel gelogen. Und deswegen, aber ich sag's dir, du bist eine Frau, du respektierst meine Religion. Ich respektiere dich als Frau und ich werde niemals dich beleidigen oder so. Das wollte ich dir sagen. Und ich wünsche euch und man lekum Leila Saida. Ayo, und man lekum Leila Saida. Und Luciana, yalla. Sammeina. Sammeina. Rabbana yibarakak, am tell lak Hamdi. Amin, amin. Der Herr segne dich, Hamdi. Auf jeden Fall danke dir, dass du da warst. مع الاسلام لازم نقول لهم الرب يسوع يبارككم. هلا انا مره انه كنت بلايف وحمدي كان موجود، بس حمدي يعني ما كان كتير مهذب يعني اتجاهي انا صراحه، فطلع هالمره انه عم بيقول انه عم شوف الستريمز تبعولك وانت انه انسانه محترمه لانه ما بتحكي يعني على الدين وهيك، فانا برفض اكيد انه انا يعني بشهد للرب يسوع، ما بدي انه اتدخل بغير اديان، مش شأني، عرفتي كيف؟ فهيدا بس يعني اللي كان عم بحب يقوله. ف ربي بيت وانا نحن بنحب المسلمين وهن اخواتنا طبيعي بالإسلامية، بس ما بنتفق بالعقيدة، ما بنتفق بالإيمان، يعني في فرق جدا كبير. و من نحن تعليم كتاب نحن وين وهن وين؟ يعني نحن يسوع المسيح هو منه نبي عنا، يسوع المسيح انصلب ومات وقام، فبس مزبوط انه في عنا طبيعي ايماننا غير ايمانهم، بس اكيد نحترمهم كأشخاص. Schwester bitte auch auf Deutsch. Ach so, nee, ich hatte ihr halt nur übersetzt jetzt auch unter anderem, als Hamdi reingekommen ist, was er jetzt kurz gesagt hat. Und das ist so, dass wir halt quasi einen anderen Glauben haben. Wir glauben natürlich, dass Jesus Christus Gott ist, dass er gestorben ist für uns und auferstanden ist halt. Und die glauben das halt nicht. Aber es ist so, dass wir diese Menschen ja trotzdem lieben, alle Menschen lieben und respektieren müssen auch unter anderem, verstehst du? Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, genau. Yalla, hiya bina. Hiya bina. Hala, ana sauti bil marra, auf fikra. Hala, شو على شو اتفقنا؟ يسوع أنت إلهي. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد. طيب وين الكلمات؟